Schön. Der Nachteil an Einweihungszelten, es ist halt einfach außen nass und innen auch. Und deswegen ist mein Schlafsack auch hier am Ende ein bisschen nass geworden. Ja, also da muss man sich echt zweimal überlegen, ob man sich ein einweihendes Zelt kauft oder nicht. Weil Kondensation ist einfach ein Thema. Und los geht's. Mädels und eins und zwei und drei und neun und zehn. Weißt du, schön war nochmal. Eins, zwei, letzte Line, wir drei, 82, 2050. Guten Morgen, meine Mädels. Deine Mädels. Beanspruchst du alle weiblichen Zuschauer? Genau. David hat sich einen leckeren Tee gemacht. Schwarztee. Ich denke mal, in so 20, 30 Minuten geht's weiter. So, hier gab es noch eine kleine Rettungsaktion. Und zwar hatte ich einen richtig miesen Speisen in meiner Hand. Den haben wir jetzt erstmal rausoperiert. Beide Zelte abgebaut, alles eingeräumt. Zähne geboot, Tee getrunken. Jetzt kann es weitergehen. So, noch ein Lagerfeuer. Ist da nochmal ein Lagerfeuer? Ja. Was geht denn hier ab? Ey, wie geil es hier aussieht. Rot Forestier de Balverge. Französische Scheiße, wir laufen jetzt zu. C'est nul. I've been some crazy since the day I was born. I've done some things that you just couldn't ignore. It's the chase and the haste of all I adore. But you got me where you want me, so just give me some more. It's like gestern haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, sind so 20 Kilometer gelaufen. Heute muss geballert werden, sonst schaffen wir die 75 Kilometer nicht. Und seitdem wir unsere Zelte abgebaut haben, haben wir schon wieder ungefähr 6 Kilometer gerockt. Hi. Mit dem Fluss überqueren. Hast du die Schwimmflügel dabei? Nee. Und oh, da bist. Flieg nicht rein! Geil, Mann! Das ist es! Im Korsika war es viel schlimmer. Da wollte ich nicht rübertimen, weil es mir zu weit war. Da habe ich Schuhe ausgezogen und bin trotzdem reingeflogen. Ich habe mir gemerkt, 50 Meter weiter wäre ein Übergang gewesen. Hier wird sumpfig. Ich habe auch nasse Socken, ey. Geil. Ey, meine Schuhe, die halten nichts aus. Richtige Bauernaktion. Am frühen Morgen, um 10 Uhr. So wird man wenigstens wach. Ja, auf jeden Fall muss man aufpassen, man nicht ertrinkt, gell, mein Lieber? Und die Rentnerbank für uns reserviert. Geil. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Käse, Wecken, Nüsse. Wir haben gerade mal 11 Uhr oder so. So, die ersten 10 Kilometer waren kaum Höhenmeter und jetzt beginnen die Höhenmeter wieder und zwar richtig. Jetzt geht es nämlich volle Kanne den Berg hoch und dahinter soll dann irgendwie noch mal ein kleinerer See sein. Sind mal gespannt. Was findet man nicht alles im Wald? Einen kleinen Bunker. Was, wann macht der auf? Sonntags. Nur sonntags? Ja. Ah, kommen wir morgen wieder. Ganz schön steil, mein Lieber. Ja. Steile Piste. Das wird zum Schlaufen. Ja. So, und da ist der nächste See. Wow.
Wir haben halt einfach einen Unterschlupf gefunden. Ein frei zugänglicher, kleiner Biwak. Ein Biwak. Ding ist halt, hier riecht's krank nach Kohle. Also halt nach Holzofen. Chalet des Champi. Ah, hier gibt's sogar ein paar Hausregeln. Ich hätte in Deutschland auch voll gerne so viele Hütten. So wie in Schweden. Hast du in Deutschland schon viel gesehen? Wie siehst du euch aus? Oh, Madame! Hier im französischen Schwarzwald kann man ja richtige Hüttentouren machen. Ja. Ey, es ist genau gleich aufgebaut. Das ist auch eine geile Idee. Einfach ein Schachbrett mitten auf dem Tisch. So, Abwechslung mal ein bisschen Trailrunning hier. Jetzt geht's ziemlich lange erstmal bergab, bis wir im Tal sind und dann dürfen wir da den nächsten Berg besteigen. So, komplett im Tal angekommen auf ungefähr, was waren das? Und unser Tagesziel liegt auf 1,3, glaube ich. 1,3 ungefähr. Ja, wir laufen wahrscheinlich bis es dunkel wird. Ja. Und dann pflanzen wir uns einfach irgendwo hin. Zelt aufschlagen, essen. Ja. Schlafen. Und schon wieder ein See. David ist gerade hier am Rushen. Mal schauen, dass ich ihm hinterherkomme. Und die nächste Hütte im Wald. Gleiches Muster, nur diesmal in größer. Chalet de Lignon. Ja. Nice. Hier laufen vermutlich nicht so viele Leute lang. Ganz unten ein richtig schöner See. David und ich sind gerade ein bisschen getrennt gelaufen. David 5 Minuten vor mir und ich bin fast gestorben. Ja. Leichte Kreislaufprobleme. Es windet einfach nur brutal und uns ist fucking kalt. Das ist ein absoluter Traum hier. Haben wir es geschafft erstmal? Erstmal ja, also sind wir hier. Alter, was ist das für ein Orkanwöhn hier? Sind wir hier auf einer Island-Expedition oder was? Ey, kannst du nicht mal die Drohne starten? Ich glaube, wir leben drauf, klar. Einfach nur krank, ey. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Der Plan war eigentlich, da oben irgendwo das Zelt aufzuschlagen, aber das kann schon sowas von knicken. Boah, Gott! Okay, hier ist doch schon mal deutlich Windstille. Ich bin nicht der Einzige, der wild campen. Ja, aber irgendwie sieht es voll verlassen aus. Das ist halt perfekt, ne? Solange kein Ast abbricht und auf dein Zelt fällt, ist alles okay. Ja. Luigi, wann ist das Essen fertig? Nein. Da ist wirklich krank kalt. Es sieht zwar wirklich landschaftlich schön aus. Haben wir uns jetzt in unsere Schlafsäcke verzogen. Es ist so romantisch hier mit dir. Ich weiß. Wir sind jetzt doch nochmal umgezogen, 30 Meter nach hier. Und wir haben den geilsten Sonnenuntergang mal wieder. Keine Ahnung, ob man es sieht, aber hier steht mein Zelt. Und hier steht Davids Zelt. Hallo. Checken wir mal aus, ob mein Zelt auch von innen nass ist, sonst kotze ich im Strahl. Und es ist von innen nass.
Es windet sehr stark. Bei mir mal gespannt, ob das Zelt hier diese Windstärken aushält. War ein anstrengender Tag. Also heute, wie viel sind wir gelaufen? 35 Kilometer oder so mit 1400 Höhenmetern. Wir werden es euch einblenden, ne? Genau weiß ich es jetzt auch nicht. Inzwischen ist das Zelt auch gar nicht mehr so nass. Also von dem her bin ich zuversichtlich, dass es eine ganz entspannte Nacht wird. Ich habe hier noch ein Kissen. Heute stand weniger das Cinematische im Vordergrund, sondern mehr das Durchballern von den Kilometern. Deswegen auch hauptsächlich mit der GoPro gefilmt. Jetzt geht's in die Haier. Gute Nacht und bis morgen.